Im Frühling zeigt sich das Wein- und Hügelland des Naturparks Schaffhausen wie eine Postkartenlandschaft. Zusammen mit einer Moderatorin und zwei Moderatoren aus den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz erkunden wir in einer Gemeinschaftsproduktion der SRG die Orte, die diesen Park einzigartig machen. Wir besuchen weite Hügellandschaften, malerische Dörfer und dichte Wälder bis hin zum Rhein, der direkt an den Park grenzt. Wir erfahren von den Vorteilen des Biorebbaus, der Nutzung von Holz als Baustoff und besuchen die Hotspots der Biodiversität. Denn menschliche Aktivitäten und seltene Tierarten können nebeneinander existieren, auch an Orten, wo man es gar nicht erwartet. Kommen Sie mit auf unserer Reise durch den Park. Der regionale Naturpark Schaffhausen liegt im äußersten Nordosten der Schweiz mit einer Gesamtfläche von über 200 Quadratkilometern. Die Kulturlandschaft mit ihrer Artenvielfalt und ihren Traditionen reicht bis ins angrenzende Deutschland, womit dieser Park der erste grenzüberschreitende Naturpark der Schweiz ist. Schaffhausen kümmert sich um seinen Wald. Ein Viertel der Waldfläche dient dem Schutz der Natur und des Lebensraums der hier heimischen Arten. Manche Bäume stehen unter Schutz, andere sind für die Holzindustrie bestimmt. Dazu braucht es ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen ökologischen und ökonomischen Interessen, wie wir gleich erfahren werden. Sogar in geschützten Wäldern ist man vor den Gefahren der Globalisierung nicht sicher. Ein Beispiel ist die Eschenwelke, hervorgerufen durch einen eingeschleppten asiatischen Pilz. Warum ist dieser Baum hier praktisch tot? Also das ist ja eigentlich das Tragische. Wir sind ja hier im Naturwaldreservat mit den Baumarten, die total da passen. Also die sind perfekt eigentlich da. Hartholzhauen mit Eschen, noch ein bisschen Riese, Ulmen. Es hat eigentlich genau die Baumarten, die hier passt. Und jetzt sterben uns eigentlich die Baumarten. Weil wir eingeschleppte Krankheiten haben. Bei den Ulmen ist das schon vor etwa 30 Jahren, 40 Jahren mit einem Pilz gekommen. Da hinten, der Baum da hinten, oder? Das ist ein Ulme. Der geht da hinten. Und jetzt hier bei den Eschen seit etwa 15 Jahren. Und wenn du hier schaust, da siehst du eigentlich, die Krone ist tot. Und ja, das ist schon krass. Also, man sagt, 90% von den Eschen werden befallen und sterben ab. Auch der Borkenkäfer bedroht unsere Wälder. Dieser kleine Käfer ist auf Fichten spezialisiert. Eigentlich bevorzugt der Borkenkäfer kranke oder tote Bäume. Doch bei günstigen Bedingungen, wenn die Bäume durch Trockenheit geschwächt sind, befällt er auch gesunde Bäume und lässt sie absterben. Im Frühling legen die Weibchen ihre Eier unter die Baumrinde. Die geschlüpften Larven bohren ein typisches Muster aus Larvengängen in den Rindenbast und unterbrechen so den Fluss des Pflanzensafts. Durch den Klimawandel entstehen ideale Bedingungen für die Vermehrung des Borkenkäfers. Der Borkenkäfer hat natürlich gern so heißes Wetter. Der tut sich viel mehr vermehren, dann macht er eine Generation mehr. Also für ihn ist es super, wenn wir so heißes Wetter haben. Und für den Baum ist es natürlich extrem schlecht. Oder? Der hat kein Wasser, wo er sich wehren kann. Ist sonst schon gestresst von der Hitze. Und die natürlichen Feinde vom Borkenkäfer. Also Pilze zum Beispiel, die haben ja auch gern, wenn es feucht ist. Die Säben können sich auch nicht so entfalten. Also sind wie zwei Sachen. Der Borkenkäfer hat perfekte Bedingungen und der Baum hat ganz schlechte Bedingungen. Wie haltet ihr den Käfer in Schach, der sich ja nicht ausrotten lässt? Wir probieren im Frühling
die Käfer extrem bekämpfen, dass wir mit ganz wenig Käfer in den Sommer reinkommen. Dann probieren wir, die natürlichen Feinde zu fördern, eben über den Winter Stollo. Und dann zukünftig auch mit dem Mischwald wird es nicht mehr ganz so optimal sein für den Borkenkäfer. Also es ist nie bloß etwas, was man macht. Es sind immer verschiedene Sachen und etwas sollte dann klappen. Die kranken Bäume müssen genau zum richtigen Zeitpunkt gefällt werden. Wie entscheidet ihr? Ja, also beim Borkenkäfer, das ist ja ein Schädling, der sich dann extrem vermehrt. Da müssen wir im Frühling extrem drauf sein, dass wir den eigentlich vor dem ersten Ausflug anbringen. Dass wir die können aus dem Wald rausholen, bevor der erste Ausflug ist. Weil sonst, eine Weibli macht 3 Generationen, 60 Junge. Das ist, tut sich eine Population extrem aufbauen. Ich denke, der Wald wird sich verändern, das ist klar. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, auch ein Stückchen, um den Wald für die Zukunft fit zu machen, für auch den Klimawandel. Ich glaube, die Vielfalt wird nicht abnehmen, sondern vielleicht fast eher noch zunehmen. Und die braucht es auch, dass ein Wald möglichst heterogen sein muss, damit er zukunftsfähig ist. Es besteht also noch Hoffnung. Wir gehen jetzt in die Sägerei. Okay, hat mich auch gefreut. Mach's gut, tschüss. Zu den Aufgaben eines Regionalparks gehört auch die Förderung der Biodiversität. Was hier im regionalen Naturpark von Schaffhausen gerade am Laufen ist, frage ich Sarah Benziger. Sie ist für den Bereich Natur und Landschaft zuständig. Sarah, du bist Biologin, aber auch Künstlerin. Inwiefern hilft dir das Zeichnen bei der Arbeit im Park? Ja, es hilft mir sehr. Das Zeichnen und Malen führt dazu, dass ich Details viel besser wahrnehme und auch die Veränderungen in der Natur selber. Und gerade in meinem Projekt ist es sehr wichtig, dass ich die Veränderungen in der Landschaft wahrnehme und auf die kleinen Sachen achte. Das Kostbare an dieser Landschaft ist auch ihre Schönheit. Du kannst sie gleich aus 2 Blickwinkeln betrachten. Genau, also gerade bei den Wildbienen und bei den anderen Insekten, die sieht man halt vielmal nicht. Und darum ist es auch wichtig, dass wir die schöne Landschaft erhalten und erlebbar machen für die Leute, weil die ganze Biodiversität dahinter sieht man vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick. Und man schützt halt nur, was man kennt und schätzt. Genau. Dank der jahrzehntelangen Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz im Klettgau erhielt dieser die Auszeichnung zur Landschaft des Jahres 2023. Damit belohnt die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz das Engagement von Landwirten und Ornithologen für ihren Einsatz zum Schutz seltener Feldvögel und anderer Arten des Kulturlands. Dieses Nebeneinander von Nahrungsmittelproduktion und Naturschutz ist in der Schweiz einzigartig und beispielhaft für eine optimale Biodiversitätsförderung im Ackerland.
Hier im Park bist du zuständig für den Bereich Natur und Landschaft. Wie sieht dein Alltag aus und wie fördert der Park die Biodiversität? Ich bin im sehr engen Kontakt mit der Gemeinde und dem Forst. Und dort unterstützen wir beispielsweise Durchforstungen, wo man seltene Baumarten und leichte Wälder fördert. Oder auch bei den Bächen das Bachgehölz, das Ufergehölz entfernt, damit wieder ein bisschen mehr Licht auf die Gewässer kommt. Dann sind wir auch in der Landwirtschaft tätig. Wir geben vergünstigte Obstbäume ab und haben jetzt auch im Frühling über 100 Kilo regionales Saatgut verteilt an die Landwirte. Gerade auch für die Wildbienen und für die anderen Insekten, um die Biodiversität zu fördern. Und dann sind wir noch sehr stark tätig mit Firmeneinsätzen und mit Zivildienstleistenden, wo wir Nisthilfen und Kleinstrukturen, wie jetzt auch hier, den Totholzhaufen machen und auch Neophyten bekämpfen. Gibt es spezifische Projekte hier vor Ort? Ja, also wir befinden uns hier an einem Hotspot der Wildbienen. Es ist wirklich ein sehr spannendes Gebiet für die ganzen Wildbienenarten. Und wir haben hier auch mit Schulklassen Aufwertungen gemacht und haben Böschungen abgestochen, damit wieder offene Bodenstellen entstehen. Und wir sind auch immer über das ganze Jahr durch mit Artenmonitoring tätig und unsere Fachexperten untersuchen, wo welche Arten vorkommen. Und das ist auch wichtig, dass man das mehrmals macht, dass man nicht nur eine Momentaufnahme hat, sondern dass man eben auch berücksichtigt, dass man nicht immer alles sieht beim ersten Besuch und auch, dass einmal schlechte Bedingungen herrschen. Da ist es wichtig, dass man mehrmals vorbeigeht, dass man dann ein ganzheitliches Bild hat und auch die Veränderungen kann mitverfolgen von der Art Zusammensetzungen. Schön. Sehr gut. Klein, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, besonders wichtig ist hier auch die Weide. Die Weinbäuerinnen und die Weinbauern haben die Region vor Jahren das Blauburgunderland getauft. Und das aus gutem Grund, weil auch drei Viertel der Reben wachsen genau diese Trauben, Pinot Noir. Es sind 482 Hektar Rebfläche. Das ist die grösste zusammenhängende Rebfläche des Mittelland. Ich bin in der Kellerei Rötiberg beim Stefan Keller und das bist sicher du. Genau. Hoi, hoi. Olivia. Hoi. Stefan, du bist dort mitten im Naturpark. Hast du deine Kellerei? Was hast du für einen Bezug zum Naturpark? Ja, ein Naturpark ist wirklich eine schöne Region, sehr schöne Region. Wir haben komplett alle Trauben im Naturpark. Und auch privat bin ich viel im Naturpark unterwegs, mhm. Auch mit dem Bike oder mit Inlineskates. Mhm. Inzwischen produzieren wir 180'000 Liter Wein von 45 verschiedenen Winzern. Alles, wie du gesagt hast, aus dieser Region. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was sind das so für Leute, die Winzer? Das sind ganz verschiedene. Also wir haben ein paar Winzer, die komplett nur Trauben bewirtschaftet, mhm. Reben bewirtschaftet. Wir haben Landwirte, Bauern, die also einen Mischbetrieb haben, ob es Acker- oder Viehwirtschaft noch haben. Mhm. Und wir haben auch Hobby-Rebbauern, die das wirklich nach der Arbeit zu Hause noch machen. Und da haben wir jetzt, sehen wir jetzt ganz viele verschiedene Weine. Hast du einen von denen, der dein Lieblings ist? Darfst du das sagen? Ja. Also ich glaube, ich stehe hinter jedem Wein, den wir produzieren. Sonst wäre ich glaube nicht da, wenn ich etwas machen würde, das ich nicht gerne hätte. Aber es ist wirklich einer, wo ich besonders gerne dahinter stehe. Und das ist von unserer Kellerei Lage Rötiberg. Es ist ein Lagewein aus 100% Pinot Noir. Mhm. Sehr steile Lage, Südlage. Von morgen bis abend haben wir hier Sonne. Wir haben Lehmböden mit Kalkstein. Und es ist wirklich ein Wein, das auch sehr gerne, sehr gut nach guten 10 Jahren noch kannst trinken. Wow. Ja. Und es ist wirklich, eben, wie gesagt, aus dem Naturpark. Eben Naturpark zertifiziert, oder? Das heisst, ihr habt gewisse Auflagen mit dem, oder? Ja, richtig, genau. Es ist zwar für uns jetzt speziell nicht schwierig, um die Auflagen zu erfüllen, weil wir alles im Park haben. Also, mhm.
Trauben kommen aus dem Park, maximal 5 bis 6 Kilometer von unserer Kellerei weg. Die Kellerei ist im Park und somit ist eigentlich alles regional und aus dem Naturpark. Ist in dem Fall einfach zu erfüllen für euch? Für uns so, ja. Ihr seid nicht eine Genossenschaft, sondern ihr seid eine Aktiengesellschaft. Und das schon seit dem Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum? Richtig, genau. Es ist halt wirklich so, dass wenn dir die Firma gehört, also wir haben 45 Rebbauern, die Besitzer sind von dieser Firma, durch eben das Aktienkapital, finde ich, das ist einfach, die sind näher bei der Kellerei. Es ist ihre Firma und dementsprechend produzieren sie auch Trauben. Also einerseits sind sie Besitzer von der Kellerei, aber andererseits sind sie auch Mitarbeiter, also sprich Produzenten. Gefühlt wie eine grosse Familie in dem Fall. Richtig, definitiv. Dann schauen wir uns doch die Kellerei noch mal ein bisschen genauer an. Sehr gerne, können wir gleich links um die Ecke gehen. Gerne. Alles aufgeben und sich ganz der Weinherstellung widmen, davon träumen viele. Auch Stefan, der nach einer Elektrikerlehre und der Arbeit als Polizist den großen Schritt gewagt hat. Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Wichtig ist ihm dabei auch die Nachhaltigkeit. Boah! Die hat aber ein Gewicht. Ja, die ist schon noch recht schwer. Aber wir schaffen weißt du, das Zweite. Wie viel das ist? Nein, keine Ahnung. Aber es ist gerade so gut für unser Fitnessprogramm am Tag. Wo ist jetzt die gerade? Das ist eine Abfüllmaschine. Ja, richtig, genau. Das ist unsere Abfüllanlage. Die ist jetzt gerade bei einem Weingut oder auf einem Weingut in Osterfingen. Was macht sie dort? Dort füllt sie ab für ein anderes Weingut. Wir haben die Maschine gekauft. Die kostet so ungefähr 160.000, 170.000 Franken. Wow. Und ja, wir haben dann gedacht, wir können die ein bisschen besser auslasten und haben dann eben auch ein paar Zweigut zu Osterfingen gefragt, ob sie auch Lust haben, um darüber abzufüllen. Mhm. Weil es ist halt wirklich praktisch, wenn man einfach eine Abfüllanlage hat und einfach spontan kann abfüllen. Sharing Economy. Also fährt man mit dieser Maschine irgendwie mit dem Traktor durchs Dorf? Oder wie sieht man das denn? Ja, richtig, genau. Also es ist wirklich ein Traktor, der kommt, der die anhängt und ins nächste Nachbardorf überzieht. Spannend. Ja. Das hängt mit eurem Konzept von Nachhaltigkeit wahrscheinlich zusammen. Mit dem hängt auch noch etwas anderes zusammen, gell? Ihr habt irgendwie eine spezielle Idee vom Verpackungsmaterial. Ja, definitiv. Wir hatten früher noch Verpackungsmaterial, einen Karton, mit einem Klebband drauf oben. Und wenn man den Kunden das Klebband weggerissen hat, dann ist quasi der Karton kaputt gegangen. Und den Karton hast du nicht mehr können brauchen. Also haben wir dann uns entschieden, einen Karton zu machen. Ich glaube, wir haben hier gerade ein paar Kartons bereit. Ja. Genau. Und das ist ganz einfach. Man kann sie aufmachen. Und da hat es so einen Steckdeckel, wo man den Karton so zumachen kann. Es ist eigentlich ganz einfach. Der Kunde kann sie aufmachen, wieder zusammenfalten, wenn die Flaschen draußen sind. Und ganz viele Kunden bringen zu uns in der Retourkellerei. Und wir befüllen es wieder. Das ist nicht, das Wichtigste ist natürlich nicht das, sondern eigentlich der Wein. Wollen wir uns den noch anschauen? Ja, definitiv. Super. Sehr gerne. Wo geht es durch? Dann gehen wir gerade weiter in den Fasskeller. Wir sind jetzt hier bei uns im Fasskeller, wo die Fässer lagern und der Wein reift und schlummert. Sehr schön. Was ist das alles für Holz hier? Ist das Gleiche alles? Nicht alles das Gleiche. Wir haben hier verschiedene Eichenarten. Mhm. Einerseits haben wir hier französische Eichen. Mhm. Wir haben aber also nicht lokal? Nein, nicht ganz alles lokale Eichen. Wir haben teilweise aus dem Naturpark von uns. Super. Haben wir Schaffhauser Eichen, die wir verwenden. Aber es muss halt, die Eichenart muss wieder zum Wein passen, weil auch die Eichenart hat eine spezielle Aromatik. Mhm. Und die Aromatik passt nicht immer ganz zu jedem Wein. Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit reden, dann stellt sich natürlich ja auch die Frage, von, wie geht man mit diesen Reben um? Oder? Und jetzt der Aspekt Reben spritzen. Ihr habt ein Bio-Wein hier im Angebot. Warum nur ein Bio-Wein? Ja, leider ist es momentan erst ein Bio-Wein. Ich sage jetzt erst. Das Ziel ist natürlich schon, dass wir mehr Bio oder richtig Bio gehen. Mhm. Wie gesagt, wir haben 45 Rebbauern. Die einen sind auch schon ein bisschen älter. Die können nicht von heute auf morgen auf Bio umstellen. Es braucht, ich finde, es ein bisschen eine neue Generation. Mhm. Also es braucht junge Leute, die wirklich auch den Gedanken haben, die wir weiter verfolgen, dass die wirklich das bei denen Klick macht und die sagen, hey, nein, ich will richtig Bio produzieren. Ich glaube, man kann niemanden
darauf zwingen, zum Bio zu produzieren. Das funktioniert nicht. Man muss wirklich wählen. Und wenn man das will, dann schafft man das aus. Dürfen wir den probieren? Ja, sehr gerne. Der steht hier. Cool. So, das ist aus dem Jahrgang 2021. Mhm. Genau, wunderbar. So, zuerst mal anstoßen. Zum Wohl, merci. Der ist gut geworden. Sehr schön zum Trinken. Ja. Ich glaube, das macht Spass. Ja. Der regionale Naturpark Schaffhausen bietet viele Möglichkeiten, Wildtiere aus der Nähe zu beobachten. Oder zumindest die Spuren, die sie hinterlassen. Dieser angenagte Baumstamm zeigt, dass hier ein Biber unterwegs war. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Biber in der Schweiz gänzlich ausgestorben. Erst in den 50er Jahren wurde die Art wieder angesiedelt und zählt heute schweizweit rund 3.500 Individuen. Das begünstigt die Artenvielfalt, denn indem der Biber kleinere Bäche mit Dämmen staut, schafft er neue Wasserflächen und Feuchtgebiete. In den vom Biber bewohnten Gebieten leben viel mehr Arten als in Zonen, wo er nicht vorkommt. Wer den Biber schützt, schützt also das gesamte Ökosystem. Doch nicht nur der Biber transportiert Holz durch den Park. Hier ist er, unser Baumstamm. Er ist riesig, über 20 Meter lang. Wie viele Bretter kann man damit machen? Das gibt etwa 30 bis 40 Bretter oder auch nur 4 Bälken, je nachdem, für was wir jetzt einteilen können, hier auf dem Platz. Ja, man sieht, da ist der Stamm, wo mein Bruder von euch gefällt hat, zu schlagen. Jetzt liegt er da und jetzt geht er in die Verarbeitung. Also wirklich eine Familiensache mit dem Holz. Der eine Bruder fällt den Baum, der andere verarbeitet ihn. Genau. Dieser Baum war ja vom Borkenkäfer befallen. Gibt es Teile, die man dadurch nicht mehr verwerten kann? Und bedeutet das einen finanziellen Verlust? Ja, mir beziehen seit 2017 nur noch Käferholz eigentlich, oder zum grössten Teil. Und wir haben uns gut daran gewöhnt, dass wir halt das Holz, das man nicht brauchen kann, das Verfärbungen hat, dass wir das für den Innenbereich nehmen, also dort, wo es nicht sichtbar ist, für Lattungen, Unterkonstruktionen, so Sachen. Es ist finanziell eigentlich kein Verlust, weil wir müssen das ja einkalkulieren. Also der Rundholzpreis ist tiefer. Und das tut eigentlich unseren Mehraufwand und so auch wegmachen. Also muss einkalkulieren. Man kann nichts machen, was sich nicht lohnt, oder? Diese Riesensäge ist eindrücklich. Wozu ist sie da? Ja, das ist unser Vollgatter, also die Hauptmaschine in unserer Sägerei. Da ist eigentlich die erste Säge oder die zweite Säge, nachdem der Baumstamm gefällt wird, kommt sie da durch und es wird ein Modell daraus gemacht oder Balken geschnitten. Und wofür ist die zweite Maschine weiter hinten? Ja, das eben, das Modell, die Hauptware, wird auf die rechte Seite abgeschoben und alles andere, die sogenannten Seitenbretter, kommen links hinten und dort wird aus den Bretter, die nach innen dran haben, wird ein scharfkantiges Brett gemacht, so wie man es dann nachher verkauft. Die Schaffhauser sind bekannt für ihre Gartentradition. Doch nirgends im Kanton kann man eine solch bunte Blumenpracht bewundern, wie in Osterfingen. Mhm.
In dem kleinen Dorf reihen sich wundervolle Gärten aneinander, die mit Eifer und Kreativität gepflegt werden. Es gibt sogar einen extra Gartenpfad. Beim Posten Nummer 12 erwartet uns Barbara Lindsay in ihrem Gartenparadies. Wie ist die Idee des Gartenpfades Osterfingen entstanden? Der Gartenpfad Osterfingen umfasst 29 Gärten. Meine ist ein Teil davon. Gegründet haben wir den Gartenpfad im Jahr 2005 auf eine Idee, die von außen an uns herangetragen wurde. Da haben wir einfach Leute, also Gärtnerinnen und Gärtner gesucht, die da mitmachen und haben dann 29 gefunden. Und die Idee dahinter ist auch, das Dorf attraktiver zu machen. Also wir bieten nebst dem Wein auch etwas für Naturliebhaber, Gärtnerfreunde oder so. Darum präsentieren wir einfach unser Dorf auch mit den schönen Gärten. Warst du schon immer eine leidenschaftliche Gärtnerin? Nein, habe ich nicht immer gehabt. Also ich bin eigentlich erst im Erwachsenenalter wirklich dazugekommen, also wo wir da auf Osterfingen gezogen sind. Vorher als Kind hat mir das Gärtner nie gesagt. Also wir hatten in der Familie immer einen Garten gehabt, und wenn ich helfen musste, habe ich das nicht so lässig gefunden. Und haben mir eine Zeit lang gesagt, also wenn ich erwachsen bin, würde ich nie einen Garten haben. Und jetzt ist es einfach total umgekehrt, weil ich liebe draußen zu sein. Für mich ist es Entspannung, Erholung, ich kann gerne Pflanzen. Und es ist wirklich eine Passion geworden. Und meine Freizeit verbringe ich da draußen. Also All die verschiedenen Strukturen sind ja nützlich für die Biodiversität. Welche Tiere kann man hier regelmäßig beobachten? Ich habe sehr viele Blumen, die offen blühen, und das zieht Wildbienen an. Also ich habe die verschiedensten Wildbienenarten, die ich beobachten kann. Als Beispiel die grosse schwarze Holzbiene, die man inzwischen sehr selten sieht, oder die Wullebiene, die auch wichtig ist, die einfach eine spezielle Pflanze braucht, damit sie kommt. Und das kann ich alles in meinem Garten beobachten. Und das ist so schön, wenn man einfach sieht, wie es schwirrt und surrt. Und ich finde das ganz lässig zum Beobachten. Ihr Großvater war Schreiner, Ihr Bruder ist Holzfäller und Sie betreiben eine Sägerei. Sie haben es wirklich im Blut. Ja, also ich will nicht meinen, dass mein Großvater mich dazu gezwungen hat. Aber Holz ist so ein schöner Rohstoff, Werkstoff. Ich könnte mir keinen schöneren Beruf mit einem Beruf mit Holz vorstellen. Als Sie die Sägerei 2014 übernommen haben, war sie praktisch bankrott. Wie haben Sie sie gerettet? Ja, die Firma ist nicht mehr so gelaufen. Wir hatten eine Sägerei und wir hatten eine Zimmerei. Und wir haben in der Sägerei eigentlich nur noch Produkte gemacht für Baugeschäfte oder für Landwirte und so. Aber eigentlich unsere Zimmerei hat kein Produkt aus der Sägerei genutzt, um dann auf dem Bau etwas zu bauen. Und das habe ich geändert, also wieder investiert, dass wir ganz viele Sachen wieder selber machen können. Also mehr Wertschöpfung im Betrieb bleibt und eigentlich wir nicht darauf angewiesen sind, auf viele Lieferanten. Und durch das ist ein Selbstläufer geworden. Also man macht, man probiert, es funktioniert. Man probiert das Nächste, es funktioniert wieder. Und da gibt es mehr Umsatz und auch mehr Mitarbeiter. Oder? Jetzt kannst du mir da gerne helfen dabei. Si. Jetzt könntest du mit dem Rechen da einfach mal glatt ziehen. Certo. Ist so gut. Super. Tipptopp. Kommt das weg? Das müsst raus, ja. So, und jetzt, wenn du mir das da könntest heben, weil jetzt machen wir, das alles durcheinander machen, also mischen. Machen wir zusammen. Was da wohl wachsen wird? So,
Ich bin hier unterwegs zum Roman Hedinger, dem einzigen Bio-Winzer, der die Kellerei Rötiberg beliefert. Er hat den Hof von seinen Eltern übernommen, nachdem sein Vater gestorben ist, und alles auf Bio umgestellt. Eine rechte Herausforderung. Roman, 2020 hast du entschieden, den konventionellen Betrieb, der früher von deinem Vater war, auf einen Bio-Suisse-Betrieb umzustellen. Du bist gleichzeitig der einzige Bio-Winzer der Kellerei Rötiberg. Warum? Ja, Bio-Rebbau ist anspruchsvoll, vor allem für mit europäischen Rebsorten. Das ist einfach ein Risiko von Ernteausfällen ist vorhanden. Und das hat mich auch zum Zögern gebracht. Oder? Aber es geht im 2021, wo wir sehr schwieriges Wetter hatten im Sommer, haben wir mit viel Einsatz hat's funktioniert. Ja, du hast insgesamt, also eben trotz dieser Herausforderung, gezeigt, dass es funktioniert, weil du hast den Umsatz verdoppelt. Was ist deine Vision insgesamt für die Form von Landwirtschaft, wie du sie jetzt hier betreibst? Meine Vision ist eigentlich, zum Bodengesundheit weiter steigern. Einfach, dass die Pflanze ein gutes Immunsystem hat. Das ist ganz wichtig. Und dort liegt ein bisschen der Erfolg der Biolandwirtschaft. Einfach, dass wir von Grund auf gesunde Pflanzen haben können und weniger vom Pflanzenschutz abhängig sind. Oder? Bio-Winzer Roman macht sich fit für die Zukunft. Dank einer vielfältigen Produktion ist sein kleiner Betrieb wirtschaftlich. In seinem Hofladen verkauft er direkt und ohne Zwischenhändler diverse Nahrungsmittel wie Haselnüsse und alte Apfelsorten. Vom Land direkt in die Stadt. Das Holz aus den Parkwäldern ist für eine Baustelle bestimmt, mitten in Schaffhausen. Hier entsteht gerade ein vierstöckiger Holzbau mit 25 Wohnungen. Mit Holz zu bauen ist natürlich nachhaltiger. Und zudem kommt man auch noch schneller vorwärts. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Durch die Elementbauweise, wie wir es jetzt hier gemacht haben, gewinnen wir an Zeit. Es sind schneller. Und natürlich, wir haben bei diesem Gebäude 90% vom Holz, das wir verbauen haben, ist Schaffhauser Holz. Also wir haben minimalste Transportwege. Wir haben das Holz von da können verbauen, das optimal ist. Also man gibt es nachhaltiger. Man sagt ja, Wohnen in einem Holzbau sei angenehmer und auch gesünder. Sie leben auch in einem Holzhaus. Wie ist das so? Eben, wer einmal in einem Holzhaus gewohnt hat, möchte nie mehr in ein Haus aus Beton zügeln. Wir haben vom Klima her in einem Holzhaus immer einen Feuchtigkeitsausgleich. Also es ist gesund, in einem Holzhaus zu leben. Es hat eigentlich auch überhaupt keinen Schadstoff drin. Wenn nicht Holz, welcher Baustoff soll sonst für die Zukunft das Beste sein? Sarah, was passiert hier auf diesem Gelände? Wir befinden uns ja hier in einer Kiesgrube. Das heisst, wir haben immer wieder einen Abbau von Material und an anderen Orten wieder eine Aufschichtung von Material. Das heisst, es ist ein sehr extremer Lebensraum, wo viele Tiere nicht damit klarkommen. Also wir haben auch sehr starke Sonneneinstrahlung durch das, sehr viel Licht und sehr wenig Vegetation auf dem Boden. Solche menschlichen Eingriffe in die Landschaft müssen nicht zwingend schlecht sein für die Natur. Die Kiesgrube Hallau ist ein sogenannter Ersatzlebensraum. Ein von Menschen geschaffener Ort, der ungewollt das bietet, was zu einer dynamischen Flussaue gehört. Hier entstehen immer wieder neue Kies- und Sandflächen oder auch kleine und größere Teiche, ähnlich wie entlang eines natürlichen Flusses.
Genau, also wir haben natürlich Arten, die sich darauf spezialisiert haben, auf die extremen Bedingungen, die sehr gerne das Licht haben und die Wärme und die sonst sehr konkurrenzschwach sind. Und da haben wir zum Beispiel auch Vögel, die in diesen Steilhängen nisten, die das gerne haben, die riesigen Wände. Oder auch verschiedene Insekten, die sich eben spezialisiert haben. Und auch Rehe oder Dachs, die sich da gerne zurückziehen in die sonst eher ruhigeren Orte. In diesem Zusammenhang haben wir mit deiner Hilfe eine Videokamera installiert. Gehen wir doch mal schauen, ob in den letzten Nächten ein Tier vorbeigekommen ist. Schau mal, die Spuren, da war was. Das könnte ein Dachs sein. Ja, den Spuren nach. Das ist ein typischer Dachsbau, also wahrscheinlich haben wir da ein Dachs. Das werden wir gleich sehen. Man kann es auch riechen. Jemand ist hier vorbeigekommen. Das, oh. Ein Dachs. Ein Dachs. Bellissimo. Schön. Mal sehen, wer sonst noch hier war. Ha, ein Fuchs. Und hier? Wieder der Fuchs. Darum stinkt es so. Der Fuchs hat sein Revier markiert. Also komm, wir können hier ein Rebstück noch anbinden. Mhm. Einfach hier. Einfach rundum? Rundum und gut anziehen. Nachher muss man den Doppelknopf machen? Ja, den Doppelknopf, genau. Wie alt sind jetzt die? Die sehen ja schon etwas älter aus. Die sind Jahrgang 90. Also über 30 in dem Fall? Ja, genau. Ist das ein gutes Alter für das so eine Rebe? Das ist ein gutes Alter. Ja. Es gibt gute Weine, die sind beliebt. Ja. Und das sind jetzt was für Trauben? Das sind Blauburgunder, Sorte Blauburgunder. Die Hauptsorte hier im Klecki und überall. Ja, also Blauburgunderland, wie man ja sagt. Genau. Jetzt sind wir hier bei deinen jüngsten Reben, jährig sind die, und das ist eben eine neue Sorte für dich. Ja, gell? Das sind die Rheinrieslinge, die wir letzten Mai gesetzt haben. Mhm. Die haben wir jetzt wieder abgeschnitten im Winter. Und jetzt ganz klein und herzig. Jetzt kommen die Äugle, treiben jetzt im Mai wieder aus. Mhm. Und dann verlesen wir sie wieder verlesen auf einen Trieb und die wachsen dann nicht im Sommer da oben. Und jetzt ist der Untergrund ist ein bisschen anders als diesen. Was hast du jetzt hier gemacht? Das ist eine Mulchabdeckung. Mhm. Die hat mir geholfen, das ist der Sommer, wo es so trocken war, zum Wasser sparen. Ah. Und das ist also der eindrücklich. Ich habe getränkt, aber das Wasser hat einfach länger hergehalten. Es hat länger Wasser im Boden gehabt, das war also ganz klar sichtbar. Und das ist jetzt eigentlich das ist Futter für die Regenwürmer, oder? Da haben wir gerade einen. Die fressen sich hier durch? Das ist Nahrung für sie. Ja. Und wenn es gut ist, irgendwann ist da nichts mehr im Boden, dann haben sie alles weggefressen. Und dann mache ich wieder eine neue Schicht hin. Das ist bestimmt ein interessanter Ort für Amphibien. Hier gibt es Wasser, aber nicht nur Wasser. Wasserstellen, die natürlich immer wieder neu entstehen, weil sich der Lebensraum ständig verändert. Und durch das haben wir keinen Fisch hier drin. Und das macht es besonders interessant für verschiedene Amphibienarten. Ja, bei den meisten Amphibien ist es so, dass sie nur einen Teil von ihrem Lebenszyklus im Wasser verbringen und auch einen grossen Teil von ihrem Leben an Land sich verstecken, gerade unter so Strukturen, wie wir hier sehen. Und das macht es besonders interessant, um hier vorzukommen. Besser ist es natürlich schon, um am Abend zu kommen, weil dann hört man auch, wie die Amphibien rufen. Also gerade während der Paarungszeit ist das sehr interessant. Da sieht man jetzt den Tag durch natürlich nicht so viel. Thank you.
Das ist eine Kreuzkröte. Der wissenschaftliche Name lautet Epidalia calamita, also die Kröte des Schilfs. Ihr natürlicher Lebensraum ist stark bedroht, in der Schweiz praktisch verschwunden. Darum braucht sie solche Orte, wo sie sich wohlfühlt. Jetzt hören wir auch ein wunderschönes Konzert. Das ist der Rufchor der Kreuzkröten. Die Männchen rufen so laut, weil gerade Paarungszeit ist. Diese Pfützen sind ideal, weil hier keine Fische leben, die die Kaulquappen fressen würden. Für die Kreuzkröte, deren Bestände in der Schweiz rückläufig sind, sind solche Ersatzlebensräume besonders wichtig. Zusammen mit der Kreuzkröte hört man auch die Geburtshelferkröte. Ihr Ruf klingt wie ein Glöckchen. Etwa so. Das ist eine Geburtshelferkröte. Sie gehört zu den wenigen Amphibien, die sich nicht im Wasser paaren, sondern hier in diesen Kies und Sand hängen. Die Männchen tragen die Laichschnüre auf dem Rücken, bis sie sich entwickelt haben. Ein Naturpark zeichnet sich nicht nur durch einzigartige Landschaften und Natur aus. Den wahren Unterschied machen die Menschen, die darin leben und mit Hingabe und Leidenschaft die Lebensräume erhalten, sei es durch große Projekte oder mit kleinen Gesten. Was mich sehr beeindruckt hat bei diesen Begegnungen auf dem Hof und in der Kellerei, war, mit wie viel Einsatz und wie viel Passion die beiden sich für Nachhaltigkeit einsetzen, auch wenn es für sie mehr Aufwand bedeutet. Aber gleichzeitig hat mich schon auch sehr erstaunt, dass das Label vom Naturpark nicht restriktiver vergeben wird. Findest du nicht? Stimmt, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt den Park erst seit 2018. Da braucht es noch Zeit bis zur Realisierung von Nachhaltigkeitszielen. Aber ich denke, bei all den geplanten Projekten wird sich der Park diesen Zielen langsam nähern und die Nachhaltigkeit wird immer wichtiger werden. Ja, das stimmt sicher. Dafür muss man sich auch ständig weiterentwickeln. Mich hat beeindruckt, dass selbst die Naturwälder wegen des Klimawandels unter Druck sind durch Schadorganismen, die die Bäume töten. Dafür wird nun dieses Holz für nachhaltiges Bauen eingesetzt, anstelle von Beton. Das zeigt, dass wir erfinderisch sein müssen, um mit dem Wandel Schritt zu halten. Das ist wirklich wichtig.